Seid gegrüßt, ihr wundervollen Seelen. Ich bin Erzengel Raphael und freue mich, euch diese Botschaft nun mitteilen zu können. Ihr habt neue Handlungsimpulse geschenkt bekommen. Energien, die euch kraftvoll in euren Handlungen unterstützen, sind in euch eingeflossen. So werdet ihr nun mehr und mehr den Heiler und den Arzt in euch erkennen. Je weiter euer Bewusstsein wird, wird es euch leichter fallen, eure innere Weisheit zu erkennen. Ihr tretet immer tiefer in Verbindung mit dem, was in euch zugrunde liegt, was eure Essenz ist. So erfahrt ihr euch zunehmend und intensiver als göttliches Bewusstsein. Ihr seid Gottmensch und erlebt das Heilsein im Ganzsein, in der liebevollen Annahme, mit allem eins zu sein, werdet ihr euren Heiler näher kennenlernen und aktiv mit ihm wirken können. Ihr werdet eure Physis neu, wertschätzend und achtsamer fühlen. So werdet ihr wissen, woran es eurem Körper mangelt und was ihr selbst für die Heilung vollbringen könnt. In der Übergangszeit werdet ihr natürlich auch hin und wieder immer noch menschliches Fachpersonal benötigen. Doch euer Vertrauen in eure Intuition, in die Sprache eures Körpers und die Stimme eures inneren Arztes und Heilers wird immer besser. So beginnt nun in schmerzende Stellen für einige Minuten hineinzuatmen und zu visualisieren. Visualisiert ein aufkeimendes Licht, welches mit jedem Atemzug größer wird. Könnt ihr fühlen, dass es an der Stelle wärmer wird, in dem Bereich? Haltet eure Aufmerksamkeit weiter, bis ihr Linderung wahrnehmt. So könnt ihr ebenso eure Hand auflegen und seid euch gewahr, dass aus euren Handchakras um eure Heilenergie in die Stelle fließt. Nutzt in diesem Vorstellungsbild gerne grünes Licht, welches ich euch sende zur Unterstützung. Denn es ist mein Lichtstrahl und meine Heilungsenergie, welches aus euren Händen aus der Mitte herausfließt. Und so verbindet sich denn meine Heilenergie mit eurer Heilenergie und verstärkt die Wirkung in euch. So werdet, was ihr schon immer seid, Heiler eures Selbst. Und mit jedem weiteren Entwicklungsschritt werdet ihr immer mehr ganz, werdet ihr immer mehr heil. Heilung eures Körpers tritt nun nach und nach in eine neue Dimension ein. Und auch Heilung eures Innenlebens, eurer emotionalen Ebene,
eures Herzens werdet ihr immer besser und besser selbst vollziehen können. So wandelt sich denn nun auch die Berufung eines Heilers nicht mehr nur Heilung in euch zu aktivieren, sondern euch zu lehren, wie ihr euch selbst heilen könnt. Dies war meine heilende Botschaft und es war mir ein Vergnügen, euch dies mitteilen zu können. Führt es euch doch weiter in die Selbstermächtigung, weiter in euer wahres Sein. Ihr werdet unermesslich geliebt. Anio Heve de Trach. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.